ist ja die Lust am Geld an sich. Da wollen wir Ihnen jetzt zwei Menschen vorstellen, die es geschafft haben, mit Lotto sich den Traum zu erfüllen, den alle haben, die einen Schein ausfüllen. Sie haben sehr, sehr viel gewonnen. Glücklich sind Sie damit nicht geworden. 8 Millionen D-Mark auf einen Schlag. Und gerade Sie konnten das Geld sehr, sehr gut gebrauchen. Petra und Hans-Joachim Bubert. Das Ehepaar stand bis kurz vor dem Lottogewinn am finanziellen Abgrund. Ihr kleiner Baubetrieb fast pleite. Die Banken machten Druck. Der Gerichtsvollzieher stand vor der Tür. Und plötzlich waren die Buberts Millionäre. Doch dann begannen erst die richtigen Probleme. Mit dem Geld kamen die Tränen. Wir haben doch noch gar nicht angefangen. Herr und Frau Bubert sind bei uns, Petra und Hans-Joachim. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Haben Sie wirklich gedacht, mit diesem Lottogewinn, das ist die Lösung Ihrer ganzen Probleme, die Sie zu der Zeit hatten? 8 Millionen D-Mark? Eigentlich hatte man gedacht, Mensch, jetzt hast du das geschafft. 8 Millionen, endlich bist du die Schulden los, die wir damals hatten im Baugeschäft. Aber leider ist das anders geworden. Wer von Ihnen beiden hat denn überhaupt erfahren, dass Sie Millionäre sind? Das war ich. Und zwar muss man das mal so sehen. Ich bin zum Nachtangeln gewesen und dann von Sonntag auf Sonntag. Und am Sonntagmorgen höre ich dann so im Radio die Lottozahlen. Und dann und die Frau hat immer gespielt. Also Sie haben den Schein abgegeben und diesen auch? Ja, ich habe nicht immer gespielt, nur einmal. Das war das erste Mal? Ja, das war eigentlich das erste Mal. Und Sie haben die Lottozahlen morgens gehört? Ich habe sie dann morgens gehört. Ja? Dann habe ich so gedacht, na ja, lieber Gott, kannst du uns das mal zugutekommen lassen? Ne, die Kunden zahlen mal wieder so schlecht, kommen nach Hause. Ich sag, haben wir was im Lotto gewonnen? Nee, sagt sie, die geben immer nur Spiel 77 durchs Telefon. Naja, ich dann ans Telefon ran. Und wie das ist, dann von links nach rechts. Dann denke ich noch so, jetzt noch die 2. Und die 2 kam natürlich. Da hat man gedacht, Mensch, geil, hast das geschafft. 377.000 Mark, weil das wusste man ja, das gab das ja, wenn man alle Zahlen hat. Was wir natürlich nicht wussten, dass da so viel im Jackpot drin war. Wie ist denn das rausgekommen? Das ist dann nachher rausgekommen, in dem Moment, wo ich am Telefon das hörte, habe ich mich in die Ecke gesetzt, habe natürlich vor Freude geweint. Und dann klingelte das an der Tür. Und? Was ist das Problem? Ja, das war ein Familienmitglied, der wollte seine geräucherte Aale abholen, weil er ja immer räuchert. Ja. Ja, und dann fragte er, ne, was holt der Schwarze? Das müssen Sie übersetzen, was heute. Ja, was heute der Schwarze? Alles klar. Ja, da waren wir der Schwarze in der Familie. Und da habe ich gesagt gehabt, ne, da hat was im Lotto gewonnen, ganz trocken. Und da ist er ja hingegangen zu ihm da und ganz aufgeregt. Ja, und er nahm den Lottoschein, den habe ich ja nachher nie wieder gesehen. Mhm. Der landete da oben auf dem Schrank. Und da ich nicht gerade groß bin, kam ich natürlich da oben auch nicht ran. Hundsgemein. Aber egal. Wusste aber keiner, wo das war. Ja. Und von da an, ja, es war ein kurzer Aufschrei. Ja. Juhu. Und dann? Wir können leben. Ja, und dann war vorbei. Und dann spielte ich Serviererin. Für wen? Ja, für die ganze Familie. Ach, die ganze und Familie ist dann gekommen an dem Moment? Die nächsten Tage, da war von morgens bis abends bei uns volles Haus. Ja. Und die Kinder waren natürlich klein gewesen. Die beiden Jungs? Und, ja, die waren ja noch ziemlich klein gewesen, 1 und 3 gerade. Ja. Und ja, und ich habe mich um den Wohl der Gäste gekümmert, um den Wohl meines Mannes. Ja, was macht man mit dem Geld? Die saßen alle so schön in der Runde. Also fehlte bloß noch eine Servierschürze bei mir. Und da habe ich immer bedient denn nur. Also es ist sofort quasi Streit zwischen Ihnen beiden ausgebrochen mit dem Geld? Eine Woche später gab es Krach. Das war eine Woche später, denn man darf ja nicht vergessen, ich bin auf Montag bin ich weiter zur Arbeit gefahren. Mhm. Ne? Und wie ich dann nachmittags von der Arbeit kam, war die Bude natürlich voll. Meine Eltern waren da, Geschwister waren da, wie das halt so ist. Mhm. Ne, der Vater konnte oder hat leider nicht den Mund gehalten, hat das meine Mutter erzählt, die Geschwister und so hat das eigentlich seine Runde gemacht. Und da wir ein Taxigeschäft haben, ging das natürlich weiter. Und das Beste, was war, wie wir im Lotto gewinnen, wir wohnten ja bei uns im Haus und der Nachbar, der stand am Küchenfenster bei uns und der hat das mitbekommen. Aha. Und der hat das natürlich auch erzählt. Okay, ich wusste, dass das Ding irgendwann mal anfängt, uns einzuladen, mit ihm zu spielen, aber wir ignorieren es. Sagen Sie, und was war das Problem, dass das die ganze Familie wusste? Mussten Sie dann spendabel sein oder wo ist das Problem? Nein, also das war ja für uns selbstverständlich gewesen. Klar, Sie waren. Also da, jeder gibt die Familie was ab. Also das ist ja nicht das Problem. Bloß eben, wie gesagt, ne, die Freude kam ja auch über die Familie so rüber. Und dann hat man ja einen guten Nachbar das erzählt oder einen guten Freund. Und das machte ja so rapide seine Runde.
Wäre immer noch nicht das Problem. Ich habe, also wenn es stimmt, habe ich gesehen, also in den ersten zwei Wochen waren 2,5 Millionen schon mal weg. Und zwar nicht, weil sie was für sich jetzt unbedingt hatten, sondern sie haben es einfach verschenkt? In der Familie verschenkt. Man hat ja auf jeder Seite seine Geschwister, die Eltern. Ja. Und da hat man gesagt, wenn wir mal im Lotto gewinnen. Kannten wir es ja schon. Nee, leider nicht. Ne? Nein, leider nicht. Dann hätten sie wahrscheinlich auch was abbekommen. Nicht von Tiedemann heißt der Nachname, sondern Hubert. Ja. Aber ich meine, 2,5 Millionen. Ich versuche mir das jetzt mal vorzustellen. Vorher hatten sie Geldsorgen. Jetzt kriegen sie 8 Millionen. Das ist ja schon ziemlich komischer Betrag für jemand, der es nicht gewohnt ist, eine Million auf dem. Also vielleicht für Herr Gauselmann nicht. Steuerfrei. Aber steuerfrei. Ja, weiß der Experte. Was heißt und dann 2,5 Millionen weg. Das heißt also, haben Sie gar kein Gefühl gehabt für wie viel das Geld ist? Nein, man konnte ja gar ist. Kein Gefühl haben. Mhm. Wie gesagt, der Glücksmoment war im ersten Moment da und im nächsten Moment da kam auch wirklich schon die Traurigkeit. Mhm. Ja, und deswegen ja auch das Buch mit dem Geld kam, die drehen das. Wo kommt denn die Traurigkeit her? Weil eigentlich würde man sich doch denken, ist doch schön. Ja, weil wir einfach so erleben durften, sage ich mal, wie die Menschen drauf sind, wenn das um ein Thema Geld geht, um eine gewisse Summe Geld. Was denn? Ja, die Menschen, die sind dann irgendwie ja, neidisch. Die lassen das einen auch zu geben, einen das zu spüren. Wie haben Sie das denn gespürt? Oder wie ja, dass sie zum Beispiel an unsere Tiere rangegangen sind. Die konnte ich leider nicht beschützen. Meine Kinder habe ich beschützt. Wie, Entschuldigung, was haben die mit den Tieren gemacht? Die Hühner die Köpfe rausgerissen, Pony vergiftet, Hunde vergiftet. Wirklich? Selbst den Schäferhund vergiftet. Die haben die Zäune durchgekniffen bei uns. Die sind weit gegangen bis zum Haus. Wir hatten damals ja überall auch Videokamera gehabt da, weil wir uns ja verschanzt haben und draußen erstmal dann ja, dass wir es abblenden konnten, was da überhaupt passiert. Aber und wer leider hat das gemacht? Wer wäre das? Man weiß das immer nicht. Wir haben das manchmal so gehabt, dann kam mal Personen an und haben gesagt, Mensch, hör mal zu, du, ich brauche 200.000. Und wenn du mir die nicht gibst, dann schicke ich dir die Weißrussen auf den Hals. Sowas kennen wir natürlich auch. So, und hat nicht lange gedauert, dann ist irgendwas hinten auf der Koppel passiert. Ne? Sprich, Pony vergiftet. Also aber das war Erpressung tatsächlich. Ja, also Sie waren auch einfach Opfer von Erpressung. Im Nachhinein, wenn man heute darüber nachdenkt, ja. Haben Sie nicht Angst um die Jungs gehabt? Die ja, natürlich. Da kam ja eine Woche, 14 Tage später, wie der Lottogewinn kam. Da kam gleich ein Drohanruf gewesen. Da war ich zu Hause mit den Kindern alleine. Ich möchte bitte auf meine Kinder aufpassen, die sollten gekidnappt werden. Mhm. Also, und da habe ich natürlich bei der Familie gesagt, Dankeschön. Wisst ihr überhaupt, was ihr damit angerichtet habt? Dass ihr das rum erzählt habt? Ja, da wurde ich nur ausgelacht. Das hat ja keiner für bare Münze genommen. Aber ich als Mutter natürlich, da kam ja die Angst. Und dann natürlich habe ich dementsprechend mich auch verhalten. Also auf meine Kinder aufgepasst, wie weiß was. Ne? So, das ist die eine Seite, also die richtig kriminelle Seite. Was ist mit Neid, also der normale Neid? Haben das die Kinder auch mitgekriegt? Ja, natürlich. Bei den Kindern ging das schon los im Kindergarten. Obwohl die alle so klein waren, aber die hören ja auch die Eltern sprechen. Im Kindergarten ging das los, extrem nachher in der Grundschule. Da wurde den einen Sohn ein Zettel hinten rangeklebt am Rücken, in der Pause da. Wir sind die Lottoschweine. Da, oder der andere da, ne, war zu dem Zeitpunkt so ein bisschen pummelig gewesen. Da, ne, wir wissen, warum du so fett bist. Du hast im Lotto gewonnen. Da, oder die Eltern haben im Lotto gewonnen. Da, ne, und es waren nur Schlägereien, Gelderpressung an der Tagesordnung, ging nachher in der weiterführenden Schulen los. Also die Kinder, die mussten wirklich lernen, so richtig mit das harte Leben umzugehen. Hätte ich nicht gedacht. Hätten Sie das gedacht, Herr von Tiedemann, dass die Leute so unfassbar reagieren? Unfassbar. Was? Und gab es denn wenigstens auch mal ein paar schöne Erlebnisse? Haben Sie für sich mal was gemacht? Ja, ich kann mal so zurückdenken. Ich bin ins Autohaus am Feierabend gegangen. Ja, das war dein Erlebnis. Das war mein Erlebnis. So. Und dann bin ich ins Autohaus gegangen. Was? Und damals Herr Benfeld, ne, sag ich so, Herr Benfeld, ich möchte gerne 4 Autos kaufen. Aber erstmal möchte ich einen Porsche kaufen. Ich sag, was kostet er denn? Ja, sagt er, 224.000 Mark. Ich sag, na ja, ist ja in Ordnung. Ich sag, und was kostet er an Unterhalt? Ja, sagt er, 15.000 Mark. Ich sag, dann behalt mal den Scheiß. Mhm. Ja, dann habe ich mir 2 Firmenautos geholt. Also 2 Transporter, ein Cabriolet für mich als Firma. Für das Angelgeschäft, was Sie hatten? Nein, oder ich hatte vorhin ein Baugeschäft. Das Baugeschäft, okay. Ja. Also. Und dann für meine Frau ein A6. So war der gleiche Preis, aber im Unterhalt war das nicht so teuer. Ja, und für sich haben Sie was gekauft? Ich hatte ein A4 Cabriolet. Ein Cabriolet? Ja. So, das sind jetzt, wenn ich mitgezählt habe, 4 Autos? Ja. So mal eben nach dem Arbeiten? Man kann das nur einmal. Würde jeder machen. Jeder würde, wenn jeder im Lotto gewinnen würde, der würde losgehen,
Ich sage immer, wer heute 1 Million gewinnt, ich höre das immer wieder, da sagen die zu mir, wenn ich 1 Million gewinne, dann höre ich auf zu arbeiten. Ja. Wenn sie nichts besitzen, sie kaufen sich ein Haus, kaufen für die Frau ein Auto, für sich ein Auto, dann sind 500.000 weg. Mhm. Wenn sie die nächsten 500.000 heute festsetzen, da können sie nicht von leben. Mhm. Ne? Also erstmal so, das können Sie doch verstehen, Autos, oder? Autos war Ihre große Leidenschaft. Ich musste schon gucken, dass es nur Audi war, als er da hingegangen ist. Also ich wäre in eine andere Abteilung gegangen mit 8 Millionen Mark. Was hätten Sie denn gemacht? Ja, ich glaube, ich wäre Richtung Ferrari, Lamborghini. Also das sind so meine, Autos. Bentley. Na, insgesamt haben Sie ja wirklich nicht, also der Lebensstil hat sich jetzt nicht brutal geändert. Also Sie haben, was haben Sie gekauft? Das, also die 4 Autos, ja? Wir haben die 4 Autos, wir besitzen noch 3 Immobilien. Da ist ein Ferienhaus dabei an der Ostsee, ja, wenn ich es richtig weiß. Das Wohnhaus, das erweitert ist, mit einem sehr großen Grundstück. Immerhin da, wo eben auch der Esel und die Tiere sind. Yoshi und Co. ist genau. So, aber es ist jetzt nicht irgendwo in Marbella oder es ist auch nicht in Beverly Hills, sondern nein, es ist halt immer noch auf dem platten Land. Frau Maischberger, was ist Luxus? Ne? Frage an Sie. Ja, kann ich Ihnen genau sagen. Für mich ist Luxus, so wie wir leben, dass der Nachbar bei mir nicht auf den Teller guckt. Mhm. Ich brauche keine goldene Rolex oder ein Ferrari oder goldene Wasser. Hähne brauchst du auch nicht. Natürlich. Jetzt möchte ich Sie, weil so einen kleinen Disput gibt es zwischen Ihnen da schon. Sie sagen, er hat sich was gegönnt, Sie sich gar nicht. Wie kommt das denn? Ja, ich habe ja den A6 von ihm bekommen, also so ist das nicht. Ja. Aber Urlaub und so gab es nicht. Wieso nicht? Nee, da ist er zur Arbeit gegangen da und da war ja die Familie dann nachher und da gab es einfach nicht. Wir konnten auch gar nicht mehr miteinander reden. Warum? Ja, weil immer welche zwischen uns waren. Also man muss sich das so vorstellen, ich habe die Kinder so abends um 8 Uhr, so 20 Uhr ins Bett gebracht. Da bin ich schon mit ins Bett gegangen, weil ich so kaputt war, weil ich als Kellnerin, obwohl ich Kellnerin gar nicht gelernt habe, gespielt habe und Köchin. Weil Sie die ja, und da bin ich ins Bett gegangen und da habe ich vor mich schon hingeweint, so da. Und dann dachte ich bloß immer, oh Gott, das ist das Leben. Also wäre es jetzt übertrieben zu sagen, dieser Millionengewinn hätte fast Ihre Ehe ruiniert? Ja, natürlich. Haben Sie sich am Riemen gerissen? Wie ist das passiert? Also wir haben uns gar nicht mal am Riemen gerissen. 3 Wochen. Da habe ich die Kinder eingepackt in A6 da und die Sachen gepackt und dann wollte ich weg. Da habe ich gesagt, bleib mit deiner Million alleine, ich hau ab. Mhm. Und dann hat er sich vor seinen Wagen gestellt. Ich sage immer, er sprang vor dem Wagen. Heute, manchmal sagte ich dann immer, ich hätte mal Gas geben sollen, aber so gemein bin ich ja heute nicht mehr. Ja, und dann blieb ich trotzdem bei ihm. Dann, ja, und dann hatte man sich auch genügend hier mit Bittsteller, mit fremden Leuten rumschlagen müssen. Auch fremde Leute? Ja, und dann hat man natürlich nachher so einen Drang gehabt, man hat gegeben, man ist auf denen ihre Forderungen eingegangen, weil man hat sich die Ruhe erkauft nachher. Richtig erkauft. Also das ist auch eine Sucht. Mhm. Ich habe mir wirklich die Ruhe erkauft. Die konnten zu mir ankommen, die fremden Leute. Deine, meine Oma ist gerade krank, ich habe dafür kein Geld, dafür kein Geld. Ja, wie viel brauchst du? Ja. Wir haben es auch erlebt, haben wir nichts gegeben, da hieß es, ihr Bösen. Es wird Zeit, dass wir jetzt allen, die uns zuhören und möglicherweise bei Ihnen in der Nachbarschaft leben, sagen, dass von dem Geld nichts mehr da ist. Ja, mhm. Sonst haben Sie die morgen wieder vor der Tür stehen. Also Sie haben im Prinzip, also 2,5 Millionen waren am Anfang weg. Eben die 4 Autos, das Wohnhaus, das Angelgeschäft, das Sie ja betreiben mit großer Leidenschaft, weil Sie ja auch Angler sind, das Ferienhaus. Ja, aber es waren nicht nur 2,5 Millionen, es war durch die fremden Bittsteller nachher 3,2 Millionen also weg. Sie haben 3,5 Millionen schon mal so verschenkt. So, und insgesamt, wie viel haben Sie jetzt noch auf dem Konto? Also auf dem Konto vom Geld redet man ja eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Nee. Da liegen vielleicht 16.000 Euro liegen da. Also wir arbeiten ja eigentlich wie je und je. Also Sie haben nicht aufgehört zu arbeiten? Genau. Sie stehen da im Geschäft? Also wir leben von das Angelgeschäft da. Wir leben von unseren Projekten. Sie machen Kinderbücher, habe ich jetzt gesehen. Musikstudio. Ja. Wir haben Reiki-Center als Heilerin und Kartenlegerin und sowas. Warum haben Sie denn nicht einfach aufgehört zu arbeiten, sind weggezogen und haben sich einfach mal ein schönes Leben woanders gemacht? Ja, das ging einfach nicht, weil wir Menschen sind, die immer arbeiten. Wir haben ja dieses Paket Geld nicht gesehen, dann, das hat man einfach, man hat ja gar kein Gefühl zu dieses Geld bekommen. Mhm. Das ging aufs Konto rauf und da hat man sich das eine und das andere, aber so wie es aufs Konto rauf ging, kamen ja auch diese guten Beratungen von den Banken und dann blub, dann ging schon die erste Ladung weg. Und, man darf ja auch nicht vergessen, so wie Sie gerade sagten, steuerfrei, also wir durften gleich 1% Vermögenssteuer noch zahlen. Das war noch. Ne? Ja. Das sind, gab's das noch, ja. Und da ist das egal, noch, ob sie, ne? Ja, naja, was heißt geht noch? Ist egal, ob man jetzt im Sommer gewinnt oder man gewinnt Ende Dezember. So, dafür waren fast 80.000 Mark fällig. Einfach das hat man gar nicht verdient mit Zinserträge.
Also ging schon mal was vom Kuchen weg. Ich habe zwei Fragen noch. Die erste Frage ist, spielen Sie immer noch? Ja, natürlich. Warum? Irgendwo ist man klein, ist man ein bisschen süchtig, der kleine Kick ist da und man könnte ja noch mal gewinnen. Und dann würden wir das auch besser machen. Und die zweite Frage ist, sind Sie jetzt glücklichere Menschen als vorher? Im Moment, ja, würde ich sagen. Durch unsere Projekte, durch den Esel Yoshi da und unsere beiden Jungs, die geben uns viel Herz. Nee, den gibt es im Ernst und dann gibt es Kinder, wirklich ganz schön. Ja. Also so ist das nicht. Und da wir beide, wir machen so ein bisschen auch Humor und singen gemeinsam. Ja. Kann man im Internet sehen. Kann man auch im Internet sehen. Stimme haben wir beide nicht, aber ist ja egal. Aber dafür tanzen sie schon. Ich sag immer, jeder kann singen, nur wichtig ist, dass die anderen das draußen hören mögen. Wenn Sie jetzt einen Tipp geben würden für jemanden, der im Lotto gewinnt, was haben Sie für sich quasi rausgezogen? Was darf man auf keinen Fall tun und was sollte man tun? Ja, man sollte schweigen, auf jeden Fall. Und die kleine Familie, also die gewinnt, sag ich mal, die Eltern und die Kinder da, einpacken, erstmal in Urlaub fahren, erstmal 2-3 Wochen sacken lassen, in Ruhe überlegen, was kann man mit dem Geld machen. Mhm. Und am besten immer in dieser Ortschaft, wo man lebt, wo man gerade gewonnen hat, bevor doch mal was durchsickert, am besten die Koffer packen und irgendwo anders sich niederlassen. Herr Gauselmann, das ist nun die staatliche Seite. Sie haben ja gesagt, der Staat ist nicht da. Der Staat hat das Monopol auf eben die Lotterie. Sind Sie ein bisschen neidisch, dass Sie da nicht mitmischen dürfen? Ja, dann mischen wir ja mit, indem wir Geräte liefern, aber mit einem ganz kleinen Maße. Und jedem das Seine. Ich habe überhaupt keine Gegnerschaft in Sachen Staat. Im Gegenteil. Alles, was dort an Geld rauskommt, ob vom Lotto oder von den Spielbanken, wird ja nicht normal versteuert, sondern geht ja in einen Haushalt der Länder und wird für gute Zwecke verwendet. Ist der Unterschied find ich sehr in Ordnung. Was Sie bekommen, geht quasi in Ihre Kasse, während das, was eben da vom Staat angekommen wird, geht in die. Da muss man aber sagen, von den 4,1 Milliarden, die die Bank so umsetzt, ja, dann bleiben sie erstmal 4 Milliarden gehen wieder in die Wirtschaft rein, durch Investitionen, durch Löhne, durch Mieten etc. Und was dann tatsächlich in der privaten Tasche überbleibt, in den 5.000 Unternehmen, ist eine relativ kleine Summe. Haben Sie denn heute was gelernt über Spielsucht, was Sie vorher nicht wussten? Ja, ich habe ganz klar gemerkt, dass auch hier bei Ihnen einige sehr ehrlich gesprochen haben und manche nicht von ihrem vorgesetzten Spiel abweichen können, obwohl sie jetzt innerlich wohl wissen, dass es anders aussieht. Nämlich eins möchte ich jetzt ganz klar sagen, wenn das stimmt, was hier gesagt worden ist, von meiner linken Seite hier, dass in der Tat das Geld, was reinkommt in unserer Branche, ich bin ja auch Vorsitzender des Industrieverbandes und vertrete die Branche hier, wenn hier auch nur 5% des Geldes von kranken Menschen kämen, würde ich morgen mein Geschäft aufgeben. Frau Vogelsang, würden Sie ihm beim Wort nehmen? Können Sie ihm das nachweisen? Wie soll ich ihm das nachweisen? Also ich kann nur sagen, hoffentlich macht er das dann auch, dann müsste er morgen wirklich gehen. 5%? Das ist Ihre Worte. Ich sage Ihnen, nach unseren Untersuchungen gibt es einen Prozentsatz unter 5%. 1% Leute, die aber häufiger spielen, darum kommt mehr als 1% an Geld rein. Und da tun wir alles, auch alles. Um bitte, zumindest die ernst meinen. Also unsere Erfahrung spricht dagegen, das muss man ganz klar sagen. Alle, die Wette gilt, würde ich sagen. 5%, kriegen wir das hin, das irgendwie zu beweisen, Herr Schnitzler, Sie und ich? Also ich wette ja nicht mehr, aber ich würde gegen Sie wetten, Herr Gauselmann, dass das 5% sind. Okay, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren. Ich muss diese Sendung, darf ich nicht beschließen, ohne Glückwünsche Carlo von Tiedemann gegenüber auszusprechen. Denn erstens hatten Sie Geburtstag am Samstag. Ja? Und ich habe gewonnen. Und zweitens haben Sie geheiratet am gleichen Tag. Sensationell. Und zwar die Lebensgefährtin, mit der Sie schon 15 Jahre zusammen sind. Ja. Und sind 69 geworden. An eben diesem Tag haben Sie das Gefühl, so jetzt haben Sie quasi Ihre Verhältnisse geordnet. Nochmal? Ja, ich glaube, ich bin einer, der nicht in geordneten Verhältnissen denken kann. Ich bin glücklich. Und ich hätte auch noch mal geheiratet, wenn ich 85 bin. Also wir hatten gerade mal Zeit und es passte alles. In Venedig, schöne Bilder. Ja, war wunderschön. Wir sind sehr glücklich und es geht weiter. Und schuldenfrei sind Sie ja auch seit diesem Jahr, ne? Schuldenfrei bin ich schon seit 2-3 Jahren. Ich habe über 1 Million abbezahlt netto alleine und bin verdammt stolz darauf. Da weiß man, was man getan hat. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Schöne Grüße an die frische Gemahlin sozusagen. Jawohl. Danke Ihnen allen, dass Sie hier waren. Und Ihnen alles Gute für das weitere Leben. Gilt für alle. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir sind nächsten Dienstag wieder für Sie da, wenn Sie wollen. Und jetzt trifft es die Kollegen vom Nachtmagazin. Schönen Abend.